Sussul, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück aus unserer WG. Die Specials sind erstmal vorbei. Und jetzt starten wir hier ins Doppelfolgenwochenende zurück mit momentan nur Max, Jerry und Cleo, die zu Hause sind. Denn die beiden Frauen sind unterwegs und arbeiten. Arme Casey, arme Alexis, während eure Männer zu Hause sitzen am Sonntag um 3:30 müsst ihr schaffen gehen. Sie ist eine Zweier-Oberschülerin. Ist jetzt die Frage, ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob wir sie weiter in die Schule gehen lassen. Kann sie eigentlich schon Jobs annehmen? Jobs suchen? Geht das bei ihr schon? Es war ja sonst immer so, dass sie schon so kleinere Teenager-Jobs annehmen konnten. Es wäre natürlich cool, wenn das auch hier wieder gehen würde. Das geht. Angestellte im Einzelhandel, Handarbeiterin, Barista, Fastfood-Angestellte und Babysitterin. Okay, als Babysitterin müsste sie... Ach du Schande, nee, das können wir doch... Was sind das denn für Zeiten? 5 bis 7 Uhr. Das ist dann doch schon... Bekommt sie 82 Simoleons am Tag. Nee, komm, das lassen wir einfach mal. Sie muss sich ein bisschen entwickeln. Ich weiß es noch nicht, ob ich sie in die Schule gehen lasse oder ob wir hier jetzt einfach mal Sim-like... Achtung, ich sage Sim-like, solltet ihr natürlich nicht so machen, dass wir sie einfach gar nicht mehr in die Schule schicken. Sie wird schon irgendwas mit ihrem Leben anzufangen wissen. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn sie sich hier nur um den Garten kümmert von eigentlicher Alexis. Einmal bitte Unkraut ernten. Unkraut ernten ist auch gut. Unkraut jäten. Oh, schrecklicher Assistent. Der schreckliche ehemalige Assistent von Alexis behauptet, er hätte große Teile des neuen Buchs von Alexis geschrieben. Der Assistent konnte kaum die Kaffeebestellung aufnehmen, aber Alexis will nicht kleinlich sein. Soll sie die Wahrheit sagen oder aus Höflichkeit sagen, der Assistent hätte geholfen? Was bedeuten die 100 Simoleons dahinter? Bekomme ich die oder muss ich die zahlen? Wir sagen die Wahrheit. Der Assistent von Alexis war so dumm, dass er nicht mal einen Satz bilden konnte. Jetzt, wo Alexis der Welt davon berichtet hat, wird der Assistent wohl nie wieder arbeiten. Okay, das ist schon jetzt auch mies, aber wenn er tatsächlich behauptet, er hätte das Buch geschrieben, also sorry, das geht auch nicht. Was hatten wir jetzt gesagt? Sie soll das Unkraut jäten, genau. Danach kann sie noch alles ernten. Und was machen unsere Männer gerade? Max ist dabei, Fernseh zu schauen, Jerry meine ich, und Max, der soll ja eigentlich das Buch übers Mixen lesen, weil es hat er auch noch nicht fertig hier. Stopp, nicht weglegen, nicht weglegen, lesen. Nochmal lesen, vielleicht kannst du daraus noch was lernen und das restliche Drittel Level da füllen. Also, Cleo ist auf jeden Fall ein naturverbundener Sim. Hatten wir das bei ihr so eingestellt oder hatten wir das noch nicht eingestellt? Weiß ich gerade gar nicht. Jetzt muss ich doch direkt mal schauen. Charakterzüge hatten wir. Da haben wir romantisch, selbstsicher, kindisch, häuslich. Ach nee, verflixt, das ist ja Max. Cleo haben wir romantisch, gesellig, verführerisch. Naturverbunden ist sie nicht, aber ich sag jetzt mal noch nicht, weil das kann sich ja jederzeit ändern. Jerry, was macht Jerry gerade? Jerry ist... Ah, Alexis ist wieder da. Kokette Herzkekse. Öffnen. Schnapp dir mal was zu mampfen. Und... Alexis... Nee, nicht tanzen. Bitte erstmal... Stopp, nicht joggen gehen. Du bist gerade erst nach Hause gekommen. Stopp, nicht joggen. Outfit ändern in Alltagskleidung. 2 sagen wir jetzt einfach mal. Ach, das ist das Kleid. Okay. Was muss ich eigentlich machen? Ach ja, genau. Das haben wir ja morgen abgeschlossen. Das hatten wir uns ja schon mal angeschaut. Cleo sollte... Boah, die hat ganz schön viel zu tun da hinten in dem Garten. Nur weil sich Alexis da nicht drum gekümmert hat. Also nee.
Das geht ja mal gar nicht hier. Cleo wollten wir ja auch mal malen lassen. Stimmt ja, stimmt ja. Und hier oben wollte ich mal noch Flurumgestaltungsarbeiten vornehmen. Ich wollte ja noch ein Extrazimmer hier hinbasteln. Dann werde ich nur wahrscheinlich das Klavier verkaufen müssen oder zumindest erstmal ins Inventar hauen. Weil ich dann definitiv keine Ahnung habe, wo ich das noch hinstellen soll. Ach, das machen wir mal in der nächsten Folge. Ich lasse das jetzt einfach hier mal so stehen und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge noch draus machen können. Oh, Max muss auf die Arbeit. Von wann bis wann? Bis 2 Uhr muss er noch. Oh je, der hat echt miserable Arbeitszeiten. Der kann einem echt leid tun. Cleo können wir wieder rausschicken. Die sollte es doch noch bewässern. No. Dann muss der Max wieder auf die Arbeit. Morgen, okay. 9 bis 17 Uhr. Entwicklungschef ist er. Der muss aber eigentlich auch noch hier ein bisschen programmieren üben. Also, programmieren. Programmieren üben. Und zwei Freiberufler-Jobs muss er auch noch abschließen. Und als Tagesaufgabe hat er hier Computernutzung 75% erledigt. Das dürfte er ja eigentlich gleich haben, wenn er noch ein bisschen lernt. Ach, guck mal da. Alexis bringt Cleo die Grundlagen vom Gärtnern bei. Oder was haben wir hier für eine kleine Tratschrunde hinterm Haus? Also ich finde, Cleo macht es schon gut. Okay, ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn das Wasser so von den Pflanzen runtertropft. Ich kenne es immer so, mir wurde früher mal gesagt, zumindest tagsüber nicht über die Blätter gießen, weil dann die Sonne durch das Wasser da die Blätter kaputt brennt. Immer nur unten gießen und vor allen Dingen nicht so viel, dass die Dinger vor Wasser nur so triefen. Aber mein Gott, das hier ist Sims. Und wir haben heute, was haben wir denn heute? Wir haben, was sagt mein Handy? Den 29. November haben wir. Das heißt, wir haben ganz kurz vor Dezember. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, EA hat ja angekündigt, dass im Dezember noch neue Karrieren dazukommen sollen in einem weiteren kostenlosen Update, nachdem schon die Geister und die Pools eingeführt worden sind. Ich bin super gespannt, ob das zu Anfang Dezember schon kommen wird und was es für Jobs sein werden. Also ich bin wirklich richtig neugierig und ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, wann und wie und warum, weshalb dann vielleicht mal eine erste Erweiterung angekündigt wird. Oder habe ich da vielleicht was verpasst und da wurde schon was angekündigt. Okay. Die beiden schicken wir jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Max können wir auch schon schlafen schicken. Casey ist auch gerade wieder da. Die ist auch einfach nur müde und will ins Bett. Die muss auch gerade nichts essen und null. Das ist schon mal super. Sparen wir uns das schon mal. Ich muss hier immer mal noch gucken. Ich bin mit dem Vorgarten absolut nicht zufrieden. Ich will hier noch irgendwie... Ja, da muss ich noch irgendwie was draus machen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eure Sims spielt und eigentlich findet ihr das Haus ganz okay, jetzt nichts Besonderes, aber es passt schon so. Aber wenn ihr euch das so drumherum anguckt, den Garten und so weiter, dann denkt ihr so, nee, da fehlt was. Da muss ich noch was dran machen und das so geht's mir jetzt hier eben auf jeden Fall gerade. Yay, seine Tagesaufgabe hat er abgeschlossen, auch wenn er Level 6 der Programmierfähigkeit nicht mehr erreicht hat. Selbst wenn wir auch wurscht gewesen, bis morgen zum Job schafft er die zwei Freiberufler-Jobs sowieso nicht mehr. Von daher ist es wurscht. Gleich kommt auch Max nach Hause, den lassen wir jetzt mal noch ein bisschen fleißig arbeiten. Er hat ja nur noch 2 Stunden, da kann er ruhig noch ein bisschen reinhauen. Simoleons hat er mitgebracht. Och, du Schande, jetzt können wir den Abend nicht mal direkt schlafen legen. Oh. Echt, so ein Barkeeper-Leben ist ganz schön anstrengend.
Wir geben ihm einen Gartensalat noch zum Abendessen. So, ein bisschen beschleunigen hier. Padam, padam, padam. So. Jetzt will hier noch zu Potte kommen. Mampf mal schneller. Wir haben schon 3:30. Oh Gott. Da stehen ja gleich die nächsten Sims schon wieder auf. Nein, nicht reparieren. Ersetzen. Wir haben es ja. Naja, so dicke haben wir es auch nicht. Ich hatte jetzt schon mal, ich hatte jetzt unter einem Video den Kommentar drunter stehen, dass ich doch vielleicht den ganz teuren PC kaufen soll. Cleo steht schon auf, okay. Die nimmt sich auch erstmal. Was ist denn hier los? Alexa steht auch schon auf. Eine ganze Planung hier geht durcheinander. Dass ich vielleicht die teuren Computer kaufen soll, aber ich denke mir wirklich im Hinblick auf eine Erweiterung, die ja wahrscheinlich auch nicht mehr so arg lang auf sich warten lässt. Wer weiß, dass dann alles dazukommt. Da will ich mir ein bisschen was ansparen vorher. So, aber ich würde sagen, das hier soll es gewesen sein für die erste Samstagsfolge. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag zum fröhlichen Flur einteilen wieder. Also bis dann, tschüss.